Servus Leitlern und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS19 auf der Dreisternhof auf wunderschönen guten Tag, wenn ich euch. Ja, wir sehen da schon wieder neue Objekte, zum Beispiel das Silo da, das ist alles im neuen Update drin. Ja, das jetzt an neu, dann das Silo da. Ja, das ist eigentlich ganz kaputt. Und ja, müssen wir mal wegmachen da. Und da müssen wir jetzt auch noch einmal schauen, was wir als nächstes zu machen haben. Da oben ist wahrscheinlich noch zum Ansehen. Jo, genau. Da sind wir stehen geblieben das letzte Mal. Tut mir leid, damit letzter Zeit von dem Projekt eben wenig gekommen ist. Aber jetzt machen wir ja weiter. Und ja, jetzt müssen wir noch schauen, was wir noch zu tun haben. Genügend ist. Und müssen wir jetzt noch das Heilen sammeln. Und machen wir das schnell. Und passt das. So. Atmen. Schauen wir mal, wie wir da schön reinkommen in das neue Silo. Und ja. Oh. War schön, ich sehe, es passt gut da auf dem Hof. Haben wir ja Glück, damit das ein Abschiebewagen ist. Was haben wir denn überhaupt im Lager? Ah, haben wir eh schon ein bisschen was. Oh ja. Gut, so, dann gehen wir mal weitermachen. Innenansicht wird sich mal gewünscht. Und ja, dann machen wir mal weiter. Wie viele Bahnen haben wir da überhaupt? 1, 2, 3. Ja, 6, 7 Bahnen sind da noch. Dann können wir eh wieder düngen und so weiter. Dann werden wir wahrscheinlich die Seemaschinen noch fertig sein mit Soja und Sand. Und ja. So. Und übrigens wollte ich mich bei euch nochmal bedanken für den coolen Support und damit euch die Folgen gefallen. Schreibt mir immer so. Ja, vielen, vielen Dank noch einmal an euch. Wenn ihr Fragen oder Wünsche habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und falls ihr keine weiteren Folgen mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Das wird mir riesig freuen und unterstützen. Und dann verpasst eben keine weiteren Folgen mehr. Oh. Ah, schon wieder bei 65%. Und dann ist das Phasmin oder Heuer aufsammeln auch schon wieder erledigt. Wir uns um die weiteren Sachen wieder kümmern. Das mit den Feldern ist. So, das ist genau nicht ausgegangen. Das machen wir dann mit dem nächsten. Können wir das einmal abladen. Dann passt das auch. Ja, aber es freut mich, wenn sie da jetzt ein neues Silo hergetan haben. Die Map gibt es übrigens im Mod Hub zum Download. Verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr euch dann runterladen. So. Dann geht's weiter.
so. Dann die letzte, vorletzte Bahn und dann das Macke. Schreibt mal in die Kommentare, auf was wir als nächstes gehen sollen. Wird mir interessieren, was ihr für eine Vorschläge habt. Und wenn ihr coole Mods habt, die zu dem Projekt passen, natürlich in die Kommentare. Schau ich mal gern an und dann nehme ich das in die nächste Aufnahmesession mit ein. Gut, dann. Und auch noch mal so 40%. Ah, mehr sogar 10.000 Liter. Noch mal 10.000 Liter Knopf. Ja, den Rest werden wir unterstrichen. Ah, ist das fertig? Oh. Ui, das war jetzt knapp. Dann laden wir jetzt einmal ab. Stellen wir das wieder einmal das heißt noch einmal waschen. Dann stellen wir es wieder um. Was soll er jetzt gedankt haben? Ah ja. Hab ich gar nicht gewusst. Jo, da haben wir wieder was Neues entdeckt. So, das ist schon fertig gewaschen. Den stellen wir da her. Dann stellen wir das wieder woanders hin. Nehmen wir den um, wo der Rest steht. Was ist? Ah, da sieht es dann raus. Da was. Ah, sie stoppt uns da genau hin. Packen wir das einmal schön rückwärts rein. Und schreibt einmal in die Kommentare, wie bei euch das Wetter ist. Bei mir Zeitpunkt der Aufnahme hat es genau außen 33 Grad. Aber da ich ja im Keller beim Gaming überhaupt. Passt das perfekt. Ein schön kühl. Das wird mich jetzt einmal interessieren. Und ja. Dann schauen wir mal weiter. Was so ansteht. Wie schaut es da hinten mit dem anderen Feld aus? Feld 7 und Feld 13 ist. Sojabohnen. Zweimal Sojabohnen. Oh, das passt. So, jetzt schauen wir mal kurz, ob wir uns da nicht schon was holen. Was ist denn der Hühnerstall? 20.000? Jo. Wollen wir uns einen Hühnerstall? Haben wir mehr? Du warst im Lager. Was brauchen die? Guckt. Ah, das sieht man genau nicht. Na. Haben wir da noch Kredit übrig? Ah ja, da haben wir noch 445. Außen. Ah, also holen wir uns nichts. Machen wir mal da weiter. Ah, da liegt noch ein Palettengolf. Na, Ballengolf, so. Jo. Schauen wir mal daher, ob da alles passt. Wachstum 50%. Er ist auch gleich fertig. Und dann passt das. Schauen wir kurz zum anderen Feld. Dann können wir die Zeit vorspulen, wenn der fertig ist. So, der ist 50% gedüngt. Ein Wachstum. Das passt an. Und wenn der fertig ansehen ist, können wir vorspulen. Dann ist das wieder perfekt. Komm mal, jetzt noch. Aber schauen wir noch was. Haben wir da was zum Reparieren? Falsche Taste, tut mir leid, kurz.
reparieren. Der Rest ist eigentlich nichts zu reparieren. So, der ist fertig. Schreiten. Und dann gehen wir schon einmal die Zeit auf 15 oder 30 vorstellen. Dann stellen wir den auf den Hof, waschen wir das noch einmal. Dann passt das. Dann können wir uns um die weiteren Sachen kümmern. Lohnzahlungen 0 Euro, okay. So, dann waschen wir den schönen T7 oder T9, was das ist. Und passt das. Können wir den wieder rausstellen. Ist das perfekt? Jo. So. Ist sauber. Da hinten noch ein bisschen. So. Repariert haben wir es schon. So, dann würde ich sagen, passt das. Dann stellen wir es so vorne rein. Oder hinten, wo die anderen Fahrzeuge sind. Was ist? Ja, die Hupen ist auch perfekt. Ah, die haben wir jetzt wieder reingestellt gehabt. So, da stellen wir hintrisch ein. Und passt das. So, dann fahren wir das nochmal vorrisch ein. Oh. Dann passt das auch. Den stellen wir dann vorne einen nebenan. Links. Unimog. Passt das. Uiuiui. Oh, war knapp. Oh, der passt doch schön noch her. Uiuiui, das war nicht gut. Aber das werden wir schon richten kurz. Denke ich doch fest. So, dann starten wir nochmal die schöne Schmuckklick an. So, dann schauen wir kurz, wie es jetzt mit den Feldern ausschaut. Mal eingestellt, schnell, oder? Ja. Oh. Ah, das ist der Aufträge, ne? Mach mal vielleicht. Nur noch mal eine Strecke jetzt. Kann man noch schnell mit den Spur einbringen. Oder kann. Ah, das müsste dann. Ah, nein, das machen wir in einer anderen Folge. So, dann würde ich sagen, war's das für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da, wie ich schon gesagt habe. Und vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr den Kanal weiterverfolgen wollt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.